So, hallo, Meltdown und Spectre, die beiden großen Sicherheitslücken in modernen Prozessoren. Die machen ja gerade die Runde, viele Anwender sind verunsichert. Ist mein System betroffen? Was kann ich tun? Ich hatte hier in unserem Blog mal eine Möglichkeit vorgestellt, wie man auf die Sicherheitslücken testen kann. Das Ganze läuft hier in der Windows PowerShell ab. Ist hinreichend kompliziert, funktioniert aber. Aber da habe ich mich auch schon so gefragt, ja, eine PowerShell ist natürlich nicht jedermanns Sache und ja, warum gibt es da nicht einfach ein kleines Tool, was ich da verwenden kann. Und siehe da, jetzt gibt es jetzt auch, und zwar von der Firma R-Shampoo, die haben da einen kostenlosen Spectre Meltdown CPU Checker gebaut, wo ich einfach nur starten muss und dann das Ergebnis sehe. Die Software kann man sich einfach herunterladen, dann muss man die einfach starten, man muss nichts installieren und dann öffnet sich hier auch schon das Fenster. Ich muss nur noch Test starten drücken, dann geht die Prüfung los und das Ergebnis sollte dann in wenigen Sekunden angezeigt werden. Das Ergebnis haben wir jetzt hier für mein System. Beides sieht nicht gut aus. Ich bin sowohl für Spectre als auch für Meltdown verwundbar. Ist nicht weiter verwunderlich. Ich habe einen Intel-Prozessor hier drin. Werde ich Updates für den Prozessor bekommen? Wahrscheinlich nicht. Ist schon ein älteres Modell. Ist noch ein Core 2 Duo. Da wird es, denke ich, keine großen Updates mehr geben. Man kann sich auch hier im Blogartikel von R-Shampoo werden noch so ein paar Tipps gegeben. Das kann man sich mal durchlesen. Im Wesentlichen würde ich sagen, wenn das System betroffen ist, erstmal auf jeden Fall Ruhe bewahren. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, den Browser zu aktualisieren. Die aktuellen Browserversionen, die haben da entsprechende Schutzmechanismen eingebaut in den neuesten Updates, die, sage ich mal, das nicht komplett verhindern können, das Ausnutzen dieser Sicherheitslücken, aber doch das Risiko minimieren können. Ansonsten wird hier zum Beispiel empfohlen, das BIOS zu aktualisieren. Hängt davon ab, ob jetzt der Hersteller des Computers sowas bereitstellt. Grafikkartentreiber aktualisieren und ganz wichtig noch die Windows-Updates einspielen. Und ja gut, Vorsicht beim Öffnen von E-Mail-Anhängen, was hier empfohlen wird, das ist eh immer zu empfehlen, weil wenn ich jetzt irgendwie eine Schad-Malware aus einem E-Mail da ausführe, dann habe ich eh ganz andere Probleme als jetzt die CPU-Sicherheitslücke. In diesem Sinne, probiert das Tool mal aus, checkt, ob euer System da verwundbar ist. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.